Ja, jetzt wissen wir, Kosteneffizienz ist für Klimapolitik extrem wichtig. Und wir wissen auch, wenn wir Kosteneffizienz erreichen wollen, dann müssen wir die Vermeidung von CO2 so auf die verschiedenen Quellen verteilen, dass überall die gleichen Grenzvermeidungskosten entstehen. Das Problem ist nur, die kennen wir nicht. Also wie soll man das machen? Wie soll das gehen? Nun, die Umweltökonomik kennt zwei Königswege, auf denen man das erreichen kann. Und die funktionieren beide nach dem gleichen Prinzip. Sie überlassen nämlich die eigentliche Entscheidung, nämlich die Entscheidung, wer, wann und wie CO2 einspart, den Emittenten. Der Politiker legt da nichts fest. Der sagt nicht, du musst jetzt so viel vermeiden, du so viel, du so viel. Nein, das entscheiden die Emittenten selbst. Die Frage ist, wie läuft die Koordination? Wie sollen die sich so koordinieren, dass dabei was Kosteneffizientes herauskommt? Der erste Königsweg ist die Einführung einer CO2-Steuer. Der entscheidende Punkt dabei ist, bei einer CO2-Steuer, dass der Steuersatz, der auf CO2 erhoben wird, den man pro Tonne emittiertem CO2 bezahlen muss, dass dieser Steuersatz überall gleich hoch ist. Ganz gleich, welchen Brennstoff ich einsetze, ganz gleich, aus welchem Schornstein, aus welchem Auspuff oder was auch immer das CO2 entweicht. Überall muss die gleiche Steuer fällig werden. Die muss übereinstimmen. Warum ist das so? Nun, das kann man sich sehr leicht klar machen. Machen wir ein Beispiel. Nehmen wir mal an, wir würden eine CO2-Steuer, eine allgemeine CO2-Steuer von 50 Euro die Tonne haben. Dann wird ein Emittent, der CO2 emittiert, folgende Überlegung anstellen. Wenn ich eine Tonne CO2 emittiere, muss ich entweder die Steuer zahlen oder ich kann mir überlegen, diese Tonne nicht zu emittieren, das heißt, sie zu vermeiden. Dann muss ich allerdings die Vermeidungskosten tragen. Also wird er überlegen, was ist günstiger. Solange die Vermeidung einer Tonne CO2 weniger als 50 Euro kostet, werde ich sie vermeiden als Emittent, weil sonst muss ich 50 Euro Steuer zahlen. Wenn ich also anfange zu vermeiden, dann steigen allerdings meine Vermeidungskosten und irgendwann werden sie genauso hoch sein wie die Steuer, nämlich 50 Euro. Dann höre ich auf. Darüber hinaus weiter zu vermeiden, lohnt sich nicht, weil dann wäre die Vermeidung teurer als das Emittieren und das Zahlen der Steuer. Das bedeutet, am Ende vermeidet der Emittent genau die Menge, für die gilt, dass die Grenzvermeidungskosten gleich dem Steuersatz, in dem Fall 50 Euro, sind. Wenn der Steuersatz aber für alle Emittenten gleich hoch ist und alle dieses Kalkül anstellen, dann werden am Ende auch alle Grenzvermeidungskosten von 50 Euro haben. Die Vermeidungskosten stimmen also überein und wir haben gesehen, das war die Bedingung dafür, dass wir Kosteneffizienz erreichen. Der Politiker muss sich um nichts kümmern dabei. Er legt lediglich den Steuersatz fest. Alles andere machen die Emittenten, denn die haben ja die Informationen über ihre Kosten und werden entsprechend die Antwort auf die Frage, wer wie viel vermeidet, richtig geben. Das Einzige, was der Politiker noch tun muss, ist, er muss überwachen, dass natürlich auch jeder, der emittiert, eine Steuer zahlt. Das ist aber im Falle von CO2 relativ einfach, weil CO2 hat eine Besonderheit. Es gibt ein festes Kopplungsverhältnis zwischen der Emission von CO2 und dem Einsatz von Brennstoffen. Beispiel: Wenn man einen Liter Diesel verbrennt, dann werden 2,67 Kilogramm CO2 freiggesetzt. Egal in welchem Auto man das macht, egal mit welcher Technologie dieses Auto fährt. Oder Diesel ist ja chemisch das gleiche wie Heizöl. Auch wenn ich Heizöl, egal in welcher Heizung verbrenne, immer wird pro Liter 2,67 Kilogramm CO2 freiggesetzt. Das heißt, bei der Besteuerung muss ich nicht die CO2-Mengen am Schornstein messen, sondern ich kann einfach den Brennstoff entsprechend besteuern. Und den kann man einfach feststellen. Das erleben wir jeden Tag, wenn wir tanken. Da zahlen wir jede Menge Steuern und die werden einfach auf den Brennstoff aufgeschlagen. Das ist also überhaupt kein Problem. Mit der Steuer verpasst der Planer, der Politiker, CO2-Emissionen einen Preis. Es gibt dann einen CO2-Preis, diesen viel beschworenen einheitlichen CO2-Preis.
Das löst ein Problem, über das wir noch sprechen müssen, weil wir das bisher noch nicht so wirklich adressiert haben. Wenn man an die Kosten denkt, die entstehen, wenn man CO2 einspart, dann denkt man in allererster Linie daran, dass da technische Dinge passieren. Also man baut ein Windrad oder man baut ein Kraftwerk um, so dass die Energieeffizienz steigt, irgendwie so etwas. Das verursacht Kosten. Aber man kann natürlich auch CO2 einsparen dadurch, dass wir einfach auf Konsum verzichten. Die Frage stellt sich, wie entstehen dann dabei Kosten? Machen wir zwei prominente Beispiele. Das erste wirklich prominente Beispiel ist das Fliegen. Ja, wenn wir fliegen, verursachen wir CO2. Und je weniger geflogen wird, desto weniger CO2. Das zweite Beispiel ist, vielleicht nicht so bekannt, aber auch sehr einleuchtend. Das ist ein Strauß Rosen. Die Rosen kommen aus Holland und sind dort unter Glas gezogen. Ja, also die Holländer heizen ihre Treibhäuser und setzen dafür Öl ein. Dabei entsteht CO2. Und sie transportieren die Blumen dann von Holland nach Deutschland. Da wird auch wieder CO2 freigesetzt. Leute haben das mal ausgerechnet und so ein holländischer Blumenstrauß unter Glas gezogen hat etwa 20 Kilo CO2-Emissionen auf dem Puckel, wenn man so will. So, wenn wir also weniger fliegen, gibt es weniger CO2. Und wenn wir weniger Rosen in der Vase haben, gibt es auch weniger CO2. Wo sind die Kosten? Wir sparen doch auch noch Kerosin, wir sparen doch auch noch Heizöl und solche Dinge. Nun, Kosten entstehen aber trotzdem. Warum? Nun, Menschen bezahlen fürs Fliegen einen Preis und sie bezahlen für die Rosen einen Preis. Und sie decken damit die Kosten. Die entstehen, um den Flug zu produzieren und die Rosen zu produzieren. Und sie finanzieren auch noch den Gewinn des jeweiligen Unternehmens. Sie tun das, weil der Vorteil, den sie aus Flugreisen haben oder aus einem Strauß Rosen, höher ist, größer ist, ihnen mehr wert ist, als das, was sie bezahlen müssen. Wenn wir jetzt Fliegen verbieten oder den Verkauf von holländischen Rosen verbieten, dann entgeht den Menschen dieser Nettovorteil, den sie aus dem Konsum dieser Güter haben und der überhaupt nur dafür verantwortlich ist, dass es diese Güter gibt, dass sie auf Märkten angeboten werden. Das sind die Kosten, der entgangene Vorteil aus dem Fliegen. Das Problem dabei ist, wir kennen diese Kosten nicht. Der Vorteil, den man hat, wenn man ein Flugzeug benutzen kann, kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Jemand, der Flugangst hat, dem wird der Preis fürs Fliegen völlig egal sein. Der betritt sowieso nie ein Flugzeug. Aber stellen Sie sich ein Ehepaar vor, die an unterschiedlichen Orten arbeiten, Kinder haben und die sich nur am Wochenende sehen. Da ist eine Stunde weniger Reisezeit extrem wertvoll. Das heißt, für so jemanden ist ein Flug sehr viel wertvoller als für den mit Flugangst. Die Spannweite ist riesig und bei den Blumen genau das Gleiche. Es gibt genug Menschen, die machen sich nichts aus Blumen und es gibt andere, die lieben Rosen. Also die Kosten, die entstehen würden, wenn wir das verbieten, wären sehr, sehr unterschiedlich. Und wenn wir jetzt aber CO2 einen Preis geben, dann passiert Folgendes. Nehmen wir an, wir erheben wieder eine Steuer von 50 Euro pro Tonne. 50 Euro pro Tonne würde bedeuten, dass der holländische Blumenstrauß, Rosenstrauß, genau 1 Euro teurer wird. Und dann kann jeder entscheiden, ob er diesen Strauß immer noch kaufen will. Derjenige, bei dem der Vorteil der Rosen nur marginal ist, nur gering ist, der wird dann aussteigen. Der wird auf Blumen verzichten oder vielleicht auf Freilandrosen aus Kenia umsteigen oder so etwas. Die sind billiger, vielleicht nicht so schön, aber okay. Der Nachteil, den er dadurch erleidet, ist sehr gering. Die Kosten sind sehr gering. Derjenige, der besonderen Wert auf die holländischen Rosen legt, der wird weiterhin kaufen, weil bei ihm die Kosten hoch wären. Und das ist genau das, was wir brauchen. Also jeder Einzelne überlegt sich, ob er ein Gut konsumieren will. Und er konsumiert es nur dann, wenn sein Vorteil, den er aus diesem Konsum hat, höher ist, als die Kosten dabei entstehen und die er tragen muss durch den Preis, der auf dieses Konsumgut gelegt ist. Wichtig ist nur, dass dieser Preis den CO2-Verbrauch mit berücksichtigt. Das geschieht dadurch, dass wir CO2 einen Preis geben, zum Beispiel über eine Steuer. Wenn man die öffentliche Diskussion über eine CO2-Steuer verfolgt, dann hat man allerdings den Eindruck, dass dort CO2-Steuern ganz anders verstanden werden.
Klimaaktivisten wollen alles das besteuern, was CO2 emittiert, und zwar möglichst hoch. Man hat das Gefühl, dass diese Leute denken, dass eine CO2-Steuer dafür da ist, dass man die Produkte, bei denen CO2 entsteht, so teuer macht, dass niemand mehr sie sich leisten kann und sie deswegen verschwinden. Aber das ist nicht der Sinn einer CO2-Steuer. Eine CO2-Steuer muss ein einheitlicher Preis auf CO2 bleiben, der überall die gleiche Höhe hat, egal woher das CO2 kommt. Dann entsteht ein Preis für CO2 und an dem können sich dann die Konsumenten orientieren. Jeder soll frei entscheiden können. Es geht nicht darum, den Menschen etwas zu verbieten. Es geht auch nicht darum, ihnen ein schlechtes Gewissen zu machen, wenn sie fliegen oder so etwas. Es geht darum, dass sie die Kosten, die tatsächlichen Kosten, die entstehen, wenn sie ein Flugzeug besteigen, wenn sie Rosen aus Holland kaufen oder irgendetwas anderes tun, was CO2 emittiert, dass sie die berücksichtigen bei ihrem Kalkül. Darum geht es, sonst nichts. Jeder muss frei entscheiden können. Das ist extrem wichtig. Weitere Informationen finden Sie auf meiner Webseite, die es zu diesem Video gibt. Den Link finden Sie unten in der Infobox. Dort finden Sie alle Quellen, Daten, Verweise, die Sie brauchen und auch weitere Informationen. Ich würde mich freuen, wenn Sie mal drauf gucken. Schönen Dank.